So, Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 1. Ich habe hier mal drei Level gegrindet. Das hat auch ewig gedauert, irgendwie, die drei Level. Ich hätte mir vielleicht eine andere Stelle suchen sollen, aber wir haben ja jetzt ein Floß. Ja. Und können jetzt, sieht irgendwie wirklich aus, wenn wir losfahren. Können jetzt den Fluss nehmen. Das heißt, dass wir es an bisher unerreicht stellen können. Und wir fahren jetzt einfach mal hier lang. Und vorher speichern wir lieber ab. Ich weiß nämlich auch nicht, ob auf dem Fluss dann Gegner kommen können. Aber ich denke mal schon. Gehst du hier runter? B und Select. Na, da sehe ich jetzt... Oder, dann können wir doch vergrößern, oder? Wo waren das? Bestätigen, und bewegen. Vergrößern, genau. Nee, da geht's nur raus. Okay. Also, fahren wir mal nach links. Und Gegner sogar. Ui. Piranha und Küsschen. Ich weiß ja, was gegen euch Küsschen... gegen euch Küsschen gut wirkt, nämlich Feuerer. Ja, die hauen nun schon schlecht rein. Bei unserer Gruppe auch nicht. Na gut, so stark sind wir auch wieder nicht. Küsschen, die Viecher sind nervig. Die können jedenfalls den späteren Fall, wenn die sich teilen konnten, die Gruppenmitglieder einschläfern, wild machen und all so ein Kram. Hydra, Küsschen, Krokodil. Oh Gott. Ich wirke einfach mal Eisra. Und tschüss, Krokodil. Und tschüss, Küsschen. Und Eisra. War es eine Verschwendung, aber egal. Und nicht besonders viel Schaden verursacht. Nein, ich wollte ein... Na egal. Und tschüss. So. Bin ich hier richtig oder? Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ah, da ist der Vulkan. Scheint richtig zu sein, oder? So, auf in den Vulkan. Und vorher werde ich mal abspeichern davor. Weil ich nicht weiß, wie stark die Gegner dort sind. Und mit Höhe 43. Vulkan Guruk, erstes Untergeschoss. So, hier in diesem Dungeon war ich noch nicht. Okay, kennen wir schon. Nachher scheint der rechte... Autsch! Hier scheint der rechte dreckige Gegner rumzulaufen. Dämon! Aua! Feuer! Autsch! Blödes Vieh! Eisra oder Eis... der eine wahrscheinlich tot sein wird. Fessel! Und auf den der Einzige, der heilen kann. Danke auch. Na gut, so stark sind die nur noch wieder nicht. Wie soll ich da jetzt rüberkommen, ohne dass ich mich... Wie viel HP ziehen das ab? Nur einen, gut. So. Ja. Sphinx. Naja. Nicht besonders stark. Physisch jedenfalls. Und tschüss. Aber da der Gegner ist noch Taube herrschen, wird es langsam kritisch. Mit meiner nicht vorhandenen Taktik. Heilen brauche ich noch nicht. Wir sind hier unten. Nichts. Super. Die ganze Mega sonst. Die Dämonen sind ganz schön hartnäckig. Sieht man so meinen HP-Stand wieder. Dieses Feuer. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Das tat weh. Heilen. Heilen, heilen, heilen. So. Gut. Kennen wir schon. So. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Blauschleim. Ja, die waren gegen physische Angriffe, empfinde ich. So, weiter. Ich weiß echt nicht, wo lang ich jetzt hin muss. Kennen wir schon. So. Was sind ich da drüben rechts? Komme ich da irgendwie lang? Nein, scheiße. Und sonst HP vergeudet. Naja. Oh, es sind noch viele Gegner hier. Na gut, wenigstens rechnet man noch ein bisschen mit hier. Ja, super. Mutant Guruk. Schon wieder ein Labyrinth. Und weiter.
Hier muss ich übelst viele Schnitte machen bei dem Spiel. Voll Feuerelementar, kleiner Zwischenboss. Einfach mit Eisrei erledigen oder per physische Angriffe. Das sind der Gegner, die wir schon kennen. Eisra, Bams und weg. Ha! Ja. So, was haben wir hier drin? Betrehelm. Genial. Schön. Lederhut. Den kannst du natürlich nicht aufsetzen. Auch nichts. Auch nichts. Super. Hätte ich das gewusst, hätte ich den nicht gekauft. Ach, du nervst. So. Ach, nee. Na, jetzt. Na gut, wir sind jetzt schon mal Löcher ab durch die 1000 Füße, die geben uns ja... sondern das eben. Bilde ich mir das eine unterglüht, das Gestein hier. Och nee, die Viecher hier mit ihren Zaubernerven ein wenig. Ich bin, ehrlich gesagt, bin ich froh, dass ich einen Monk mitgenommen habe. Mein Mönch, der... ohne den wäre das tausendmal viel schwerer hier. Na gut, zumindest soll ich bald hier mal durch. Och, was Pyrolisk? Was ist das denn Vieh? Sieht mal aus, als wäre das auch gegen Eisra empfindlich. Böser Blick. Ah. Nein! Verdammt! Nein! 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 Er hat Teddy umgebracht! Du Schwein, du! Du hast Teddy getötet! Hab ich... Ja, ich hab Engel. Auch wenn das massig MP kostet, aber... zumindest muss ich keine Bärfeuer für nichts wieder verschwenden. Vikra. Und... ja, nochmal Vikra. So. Wie viel braucht das eigentlich? 20 auch. Und einmal und einmal und einmal. Also bei den Pyrolisken muss man also aufpassen. Sie sind verdammt gefährlich. Okay, was haben wir für neue Monster? Mal gucken. Sphinx. Schwächen keinen, na super. Piranha. Ja, das war dieses eine Vieh auf dem Gewässer. Elektrisch, muss ich mir merken. Krokodil ist gegen auch elektrisch empfindlich. Gut, Küsschen. Gegen elektrisch, nicht gegen Feuer. Ich hätte angedacht, Feuer. Hydra gegen keine Schwäche. Dämon gegen keine. Immun gegen Kälte, wieso das? Na gut, Pyrolisk, Schwäche, Kälte, das muss ich merken. Feuerelementar, Kälte. Ja, das sind ja schon wieder alle gewesen. So. Okay. Natürlich ist das hier jetzt geflohen. War ja klar. Na gut. Ach, nee. Immer zu vollen Inventare hier. Ah, nee, nee, nee. Riesenschwert. Okay. Was macht das? Effektiv gegen riesige Gegner. Gegen Marine, gegen Mutanten, wie Werwölfe, Rundschwert gegen magisch versierte. Da sollte ich mal das Runenschwert hier, anziehen. Runenschwert, so. Zwar weniger Angriff, aber dafür gegen Magieviecher effektiver. Und Teddy macht eh sowieso so viel Damage, das reicht. Also, Hinterhalt, na super. Gift. Antidot. So, brav. Na, Menno. Gott, das war ja damals in der NES-Version noch schlimmer mit den Encounters hier. Ja, ganz ehrlich, wenn man durch einen Dungeon möchte, einfach nur so ohne aufzuleveln, kommen tausende Viecher und wenn man aufleveln will, kommt keiner. So, wieder da. Okay, ist dann nicht hier lang. Da war ich doch schon, oder? So. Wenn ich jetzt noch tausende... Ich hab's gesagt, ich schieb noch aus so den Dungeon hier, meine ganzen Dungeons. Zumindest kann man hier in den Final Fantasy, da es auf dem GBA Emulator ist, die Kämpfe schneller. In Final Fantasy 7, ab 7 wird das, viel schlimmer werden. Naja, zumindest nehme ich alle EP mit, die ich krieg. 750 Skill. Und 795 Skill.